Ich glaube, die meisten von euch kennen's. Während der Schwangerschaft und wenn das Baby frisch auf der Welt ist, immer wieder kommt irgendeine Bettina um die Ecke und sagt, das aber noch und das aber noch und das aber noch. Und irgendwie haben diese ganzen Bettinas auch immer dieselben Sprüche auf Lager. Mich nerven diese Sprüche immer oder mich haben diese Sprüche immer genervt. Gleichzeitig muss ich auch zugeben, dass es immer wieder Sprüche gab, die auch tatsächlich einen Funken Wahrheit hatten. Deshalb habe ich euch gefragt, was sind die Sprüche gewesen, die ihr immer wieder um den Latz geknallt bekommen habt. Ich bewerte die auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr die zutreffen. Also 1, gar nicht, 10, 100%. Bevor es aber losgeht, wenn ihr meine Videos mögt, dann abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut auch mal bei meinen anderen Kanälen vorbei, zum Beispiel bei Instagram oder bei TikTok oder sogar bei Snapchat. Okay, der erste, Schlaf, wenn das Baby schläft. Maul, ey. Oh, ich muss sagen, ich verstehe, woher dieser Spruch kommt und gleichzeitig fühle ich dieses Maul einfach so sehr, weil ein Baby hat einfach so einen komischen Schlafrhythmus. Wie soll man schlafen, wenn das Baby schläft? Unser Baby hat irgendwie die ersten Wochen einfach immer so 20 Minuten am Stück geschlafen. Also das Baby schläft ein und ich lege mich dann vielleicht hin und versuche dann auch einzuschlafen. Bis ich eingeschlafen bin, ist das Baby aber schon wieder aufgewacht. Ist einfach nicht möglich. Dazu kommt, dass die meisten Babys, also so gerade kleine Babys, einfach auf einem drauf schlafen. Oder nur schlafen, wenn man rumläuft. Oder nur schlafen, wenn man stillt. Aber ich verstehe, woher es kommt, weil man soll schlafen, wenn das Baby schläft, weil man sonst gar nicht schläft. Bei den meisten Eltern ist es so, dass diese Zeit, in der das Baby schläft, die einzigste Pause ist, die man hat. Und das ist auch so eine Pause auf Bereitschaft. Das heißt, man ist eh die ganze Zeit im Alarmzustand. Aber wenn das Baby schläft, dann kann man wenigstens kurz auf Toilette gehen, was essen, vielleicht auch eine Serie gucken oder einfach nur duschen und den ganzen anderen Scheiß machen, der eben auch noch anfällt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe wirklich gerade beim zweiten Kind häufig versucht zu schlafen, wenn das Baby schläft. Und in der Regel ist es gescheitert. Das funktioniert, wenn die Kinder dann so ein bisschen älter sind und auch mal länger am Stück schlafen. Oder auch generell ein Tipp, den ich mitgeben kann, wenn die Kinder eben älter sind, dass man so einmal die Woche zur selben Zeit ins Bett geht wie die Kinder. Weil das ist schon, das kann einem schon super viel Energie geben, wenn man dann mal so eine Nacht richtig geschlafen hat. Also ich meine mit Unterbrechungen, aber eben halt so ein paar mehr Stunden. Ich merke das auch immer total, wenn ich meine Periode habe. In der Zeit bin ich viel empfindlicher, viel müder und weniger belastbar. Einfach wahrscheinlich auch, weil ich echt manchmal starke Schmerzen habe. Und generell sind die Perioden-Panties von The Female Company für mich total der Gamechanger. Panties sind nicht nur schön, sondern auch super bequem. Ich fühle mich darin einfach immer super wohl und das ist für mich schon immer extrem wichtig gewesen, weil ich sensorisch einfach so ein bisschen empfindlicher bin in der Zeit. Die Perioden-Panties sind nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das Blut wird einfach in die Saugeinlage aufgenommen, ganz ohne ein feuchtes Gefühl zu hinterlassen. Die Panties sind auch super saugfähig und man kann ein Panty 8 bis 12 Stunden tragen, je nachdem, wie viel man auch einfach blutet. Nach dem Tragen wäscht man sie einfach mit kaltem Wasser aus und steckt sie ganz normal in die Waschmaschine. Periodenpanties sind also eine nachhaltige und für mich auch bequemere Alternative zu herkömmlichen Periodenprodukten. Und jetzt kommen die Good News für euch. The Female Company ist noch bis zum 14. August im Sale. Die Periodenpanties sind bis zu 50% reduziert und mit meinem Code TFC, MalisJohanna15, gibt es nochmal 15% Rabatt on top. Schaut also unbedingt bei The Female Company vorbei. Von 1 ist gar nicht wahr, zu 10 ist auf jeden Fall zu 100% wahr und richtig würde ich sagen, ist es eine 5. Warte mal ab. Den lieben wir natürlich alle. Habe ich auch schon sehr oft gehört. Warte mal ab bis zur Pubertät. Ist eigentlich so der Dauerrenner bei mir in den Direct Messages, wenn ich schreibe, heute lief mal alles gut, alle sind gut gelaunt, alles war schön. Ja, aber warte ab bis zur Pubertät. Nee, Brigitte, ich warte tatsächlich ab bis morgen, weil morgen wahrscheinlich schon wieder alles anders. Hä? Ich weiß nicht, ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus so einer eigenen Verzweiflung rauskommt, aus so einem, bei denen läuft es gerade gut, bei uns aber nicht und die Phase war so schlimm und dass man das vielleicht auch so ein bisschen missgönnt. Unser erstes Kind hat mit 6 Wochen 5 Stunden am Stück geschlafen. Und ich war so, boah, es ist ja alles so easy. Babys schlafen doch voll viel. Ich meine, 5 Stunden sind doch voll in Ordnung. Und dann ist es 4 Monate alt geworden und hat nur noch 10 Minuten am Stück geschlafen und sonst dauerhaft gestillt. Es kann auch böshaft gemeint sein, so von wegen, ich gönne dir das nicht. Aber ich glaube, häufig ist es auch so ein bisschen so, ah, es tut mir voll weh, dir jetzt zu sagen, dass es halt nicht für die Dauer ist, was du gerade fühlst oder das ist nicht so einfach. Also ich glaube aber auch, dass viele junge Eltern oft auch so, also zumindest was bei mir so, denken, dass sie halt die Weisheit mit den Löffeln gefressen haben und dass dann halt Leute ankommen, die halt schon seit 20 Jahren Eltern sind und sich so denken, ja, Digi, ich weiß nicht.
Ich will mich einfach nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, wird alles voll einfach. Weil ich hatte noch keine Kinder in der Pubertät. Und ja, ich kann jetzt sagen, ich finde die Babyzeit schlimmer als die Autonomiephase. Definitiv. Ich finde Babyzeit schlägt bis jetzt gar nichts. Aber ich hatte auch Schreibabys. Also wenn es nicht darum geht, anderen das madig zu machen, sondern wenn es so darum geht, so, ja, okay, aber es könnte sein, dass es anders läuft. So, dann würde ich sagen, es war von einer 8. 8 von 10. Ich würde sagen, es ist sehr wahr. Ich würde es niemals jemandem sagen, aber ich habe es mir auch schon oft gedacht, wenn irgendwelche Leute irgendwie mit einem 2 Wochen alten Baby meinten, ach ja, ich fühle mich voll angekommen in meiner Mutterrolle. Und ich dachte mir so, weiß ich nicht, du bist seit 2 Wochen Mutter. Ich meine, ihr könnt es über mich genauso sagen. Ich bin auch erst seit 4 Jahren Mutter und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele Erfahrungen noch nicht gemacht habe. Deshalb, also ich warte auch ab. Das Kind gehört nun mal zu seiner Mama. Mama ist die beste Medizin. Also Mama ist die beste Medizin, finde ich irgendwie bescheuert. Sorry, das habe ich jetzt direkt geratet, aber warum Medizin? Nein, ich bin keine Medizin. Hä, wie kommst du darauf? Es ist komplett Bullshit zu sagen, das Kind gehört zu seiner Mama. Es ist wirklich, es ist eine 1 von 10. Ich kann es euch auch begründen, aber es macht mich ein bisschen angry. Definiere Mama erstmal. Was ist alles eine Mama? Ist eine Adoptivmama auch eine Mama? Weil es ist ja zumindest auch eine Frau. Und ist eine, weiß ich nicht, eine Transfrau? Ist es auch eine Mama? Das Ding ist halt, Kinder brauchen einfach nur erwachsene Bezugspersonen, die sich liebevoll um sie kümmern. Und ob das eine Mutter ist oder ein Vater oder sonst irgendjemand, ist erstmal komplett egal. Hauptsache, die Person geht liebevoll auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Es ist auf jeden Fall komplett widerlegt, dass sowas wie ein Mutterinstinkt existiert. Die meisten Mütter kommen mit ihren Babys aus dem Krankenhaus und sind lost und brauchen Hilfe von anderen Müttern, die ihnen zeigen, wie es funktioniert. Es ist super wichtig, Hilfe anzunehmen von erfahrenen Müttern und ich bin mir auch nicht so schade, da Ratschläge einzuholen oder auch einfach anderen zu sagen, wenn ich nicht weiter weiß und wenn ich mich bei irgendwas unsicher fühle, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da die Schwarmintelligenz einfach auch so ein bisschen weiterhilft, gerade von Menschen, die schon Kinder großgezogen haben. Auch einfach, weil die wahrscheinlich dieselben Unsicherheiten halt auch schon kennen und vielleicht auch so ein bisschen einschätzen können, wie man damit umgehen kann. Genau, ich sag, es ist eine 1 von 10. Das macht mich auch angry. Ein Kind ist kein Kind. Ich habe diesen Spruch so sehr gehasst, als ich nur ein Kind hatte, weil es impliziert ja so ein bisschen, dass es mit dem zweiten Kind super heftig anstrengend wird und dass man dann das Gefühl hat, ein Kind sei kein Kind. Zumindest habe ich den Spruch so verstanden. Ich weiß aber auch, dass andere den so verstehen. Ja, komm, du hast nur ein Kind, beschwer dich nicht. Jetzt, wo ich 2 Kinder habe und ich bin mir sicher, dass es mit jedem weiteren Kind auch so ist. Also zum Beispiel, wenn jemand 5 Kinder hat und dann sind nur 3 da, fühlt er sich, als hätte er Urlaub. Wenn ich nur ein Kind habe und das andere Kind ist bei Oma und Opa, beim Vater, weiß ich nicht, in der Kita, was auch immer, ich fühle mich, als hätte ich keine Care-Arbeit. Ich will niemandem Angst machen, der jetzt irgendwie schwanger ist oder überlegt, ein zweites Kind zu bekommen oder so. Es ist wirklich viel einfacher mit einem Kind, weil man nur die Aufmerksamkeit auf einem Kind haben muss und nicht auf 2. Also wenn die jetzt irgendwie 10 Jahre auseinander sind, dann ist es, glaube ich, wieder was anderes, weil man halt dann die komplette Baby- und Kleinkindphase schon durch ist. Meine Kinder sind ja 2 Jahre auseinander, also ich glaube, das ist schon nochmal ein bisschen anstrengender. Ich finde den Spruch gemein, weil er impliziert, dass Mütter, die nur ein Kind haben, kein Kind hätten, was natürlich nicht stimmt, aber aus der Sicht von Eltern, die mehr als ein Kind haben und sich einfach nur mit der Care-Arbeit aufteilen und dann gesagt wird, ist es okay, wenn ich jetzt da und dahin gehe, obwohl unser Kind gerade da ist und dann die andere Person sagt, nee, alles gut, ein Kind ist kein Kind, so nach dem Motto, ich komme schon gut klar, es fühlt sich für mich jetzt nicht überlastend an, aber es heißt natürlich nicht, dass das Leben mit einem Kind so ist, als hätte man kein Kind, deshalb, aber der Gedanke, den möchte ich auch noch kurz festhalten, wenn du ein Kind hast, dann ist dieses Leben mit keinem Kind immer nur ein Kind weg. Wenn ihr zu zweit seid, dann hat immer einer kein Kind. Aber wenn ihr 2 Kinder habt, dann hat immer einer ein Kind oder einer hat 2 Kinder und einer kein Kind. Aber der 2 Kinder hat oder 3 oder 4 oder also während der eine kein Kind hat und der andere halt die Masse an Kindern, ist die Person, die Masse an Kindern hat, ja auch extrem überlastet. So. Also ich glaube, wenn man so mehr als ein Kind hat, da steht man so mit beiden Beinen in der Elternschaft und kann sich auch nicht mehr so vorstellen, so war es ja noch, also ich weiß nicht genau, ob das Sinn ergibt. Aber ich habe zum Beispiel meinen Anspruch auf Me-Time mit dem 2. Kind komplett abgegeben, weil ich mir einfach dachte, das macht eh keinen Sinn, es ist eh extrem unrealistisch, dass ich jetzt irgendwie abends noch 1 Stunde für mich habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber ich würde sagen, ein Kind ist kein Kind, ist gemein. Trotzdem hat es auch einen Funken Wahrheit, deshalb würde ich sagen, es ist eine 4 von 10. Jetzt habe ich sehr lange darüber geredet.
Schreibt mal, was ihr dazu denkt. Das ist nur eine Phase, 100%. Der ist zu 100% wahr. Er ist wirklich, ich hasse den auch, weil man ist so, ja, aber diese Phase ist scheiße, kann sie bitte aufhören? Es ist wirklich so, dass die meisten Sachen einfach eine Phase sind und dass die zu 100% davon abhängig sind, wie wir als Eltern darauf reagieren, ob sie jetzt stressig sind oder eben nicht. Und deshalb, wenn ihr euch einfach bewusst macht, okay, das meiste, was mein Kind gerade durchmacht, ist einfach nur eine Phase, dann habt ihr ja auch nicht die Verantwortung, irgendwas daran zu ändern, sondern es ist einfach so, okay, wir müssen es einfach nur irgendwie durchstehen, ich muss einfach nur in dieser Phase bei meinem Kind bleiben, ihm vergewissern, dass ich es liebe, egal was passiert, und dann ist diese Phase vorbei und dann kommt halt die nächste Phase. Wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine Mutter geboren. Ich glaube, der ist anders gemeint, als ich ihn verstehe. Ich bin generell schlecht darin, Sprichwörter zu verstehen. Also, wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine Mutter geboren. Das impliziert ja so, dass man einfach so Mutter ist, weil man jetzt ein Kind geboren hat und das dazu nicht mehr gehört. Aber das ist falsch, weil die meisten Mütter haben einfach gar keinen Plan davon, was sie machen. Weil dieser Mutterinstinkt oder sowas hat einfach nicht existiert. Sondern man musste halt so reinwachsen. Das, finde ich, ist dann wieder wahr, weil man wird halt geboren als Mutter. So wie ein Baby geboren wird, das ist ja auch noch nicht fertig, werde ich als Mutter geboren und ich bin auch erst dann fertig als Mutter, wenn mein Kind quasi fertig ist, was ja eigentlich nie passiert. Also mit fertig meine ich halt erwachsen und ja, wahrscheinlich mit erwachsen, ich weiß nicht. Aber ich habe auch gelesen, dass Eltern dann Großeltern werden, dass sie dann wieder durch diese Phase gehen. Also dass sie dann wieder, das nennt sich Muttertät oder Elterntät. Also das ist ein ganz, Matrescence wird es genannt im Englischen. Das ist ein ganz neuer Forschungszweig. Das Gehirn strukturiert sich komplett um, wenn Eltern Eltern werden. Bei Müttern schon während der Schwangerschaft, bei Adoptiveltern ab Beginn der Pflege des Kindes quasi und bei Vätern genauso. Und das passiert tatsächlich auch bei Großeltern. Und deshalb, es wird eine Mutter geboren, ja, in dem Sinne von, dass sobald das Kind da ist, fängt sie an, so ihre Mutterrolle zu entwickeln, aber es dauert halt mehrere Jahre. In dem Sinne ist es richtig, aber in dem Sinne, dass sie einfach, jetzt ist sie eine Mutter und sie weiß alles, so, das ist falsch. Deshalb würde ich sagen, es ist eine 7 von 10, würde ich sagen. Beim zweiten Kind wird alles einfacher. Schwierig. Also mit dem zweiten Kind wird es definitiv nicht einfacher, aber ich glaube, damit ist gemeint, dass man die Dinge anders sieht. Und das ist genau das, was ich vorher meinte mit den Erfahrungen. Also ich hatte zum Beispiel mega, mega Schiss vor der zweiten Geburt, weil meine erste Geburt richtig schlimm war. Aber dadurch, dass ich wusste, was beim zweiten Mal auf mich zukommt, weil ich mehr wusste, worauf es für mich ankommt und worauf ich achten muss. Das zieht sich halt so durch alles, zum Beispiel auch beim Stillen. Ich hatte beim ersten Kind mega Stillprobleme, weil das Zungenbändchen verkürzt war. Beim zweiten Kind, sobald ich Stillprobleme hatte, haben wir nachgeguckt. Zungenbändchen war auch bei ihr verkürzt. Haben wir halt direkt da das trennen können. Ich weiß, dass jetzt schon wieder irgendwelche Kommentare kommen mit, ja, das wird viel zu schnell gemacht. So, nein, das Zungenbändchen von meinen Kindern war wirklich durchtrennt. Hört auf, mich in Frage zu stellen. Solche Sachen sind dann halt einfacher und auch, dass man eben schon mal eine Autonomiephase durchgemacht hat oder generell hat diese ganzen Phasen halt schon kennt und dann das Verhalten triggert auch nicht mehr so sehr beim zweiten Kind, wenn man es vom ersten ja schon kennt. Das alles zu machen, was man beim ersten Kind gemacht hat, würde ich sagen, ist beim zweiten schon einfacher, aber trotzdem sind die Kinder also komplett verschieden. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass die Gefühle von meinem ersten Kind zu begleiten komplett gleich ist wie die Gefühle von meinem zweiten Kind, sondern da muss ich auch noch so einen individuellen Zugang zu finden. Aber so grundsätzlich wusste ich, das und das ist eine Phase. Zum Beispiel habe ich mir nicht so einen Stress gemacht wegen nachts stillen, dachte so, boah, bei unserem ersten Kind, der hat irgendwie, ja, wie gesagt, alle 10 Minuten ab dem 4. Monat gestillt und ich war so, boah, ich kann das einfach alles nicht mehr und ich weiß nicht irgendwie, das wird niemals aufhören und so. Und beim zweiten Kind wusste ich, ja, das ist gerade eine Phase und die ist hart, aber in 3-4 Monaten ist es halt auch wieder vorbei und 3-4 Monate sind tatsächlich auch schnell vorbei. Ich habe eine gute Metapher, das ist so, wie wenn man einen Weg läuft, den man noch nicht kennt, der kommt einem ultra lang vor. Also zumindest ist es bei mir so oft so, dass ich das Gefühl habe, hey, wir kommen gar nicht an. Aber wenn ich den dann wieder laufe und den schon kenne, dann kommt er mir mega kurz vor, weil ich einfach weiß, was passiert. Deshalb würde ich sagen, es ist eine 8 von 10, weil man nicht zu 100% weiß, was für eine Wundertüte-Kind man bekommt, aber man weiß zumindest schon so ein bisschen, wie Wundertüte-Kind generell funktioniert. Früher hätte es das nicht gegeben. Das ist eine 10 von 10, weil viele Dinge hat es früher nicht gegeben und ich dachte, das ist der komplette Sinn davon ist, sich weiterzuentwickeln, um eben es besser zu haben. Aber irgendwie sind manche Menschen so verbittert, dass sie das nicht verstehen können. Es wird nicht besser, es wird nur anders. Ich finde es eher falsch, weil die Babyzeit war für mich besonders anstrengend und herausfordernd und
Ich finde definitiv, dass es besser geworden ist, seitdem meine Kinder laufen und sprechen können, weil sie eben auch einfach sagen können, was sie gerade brauchen und weil sie nicht mehr komplett körperlich von mir abhängig sind. Das fand ich schon ziemlich krass. Also es ist auf so einer körperlichen Ebene erschöpfend, die ich in meinem Leben davor noch nie so erfahren habe. Deshalb, ich finde, es ist einfacher geworden, aber warte mal ab bis zur Pubertät. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung, wie es in der Pubertät wird. Es ist auch wie dieses, was mir oft gesagt wurde, ist kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich finde, das stimmt, weil bei Babys macht man sich halt so Sorgen darum, trinkt das genug oder keine Ahnung was, aber bei größeren Kindern fängt es dann so an mit, ja, wird es überhaupt Freunde finden oder was, wenn es gemobbt wird in der Schule oder so. Das sind dann so Sorgen, die man halt dann so richtig weiterspinnen kann und wo man dann irgendwie auch so, glaube ich, so komplett verunsichert werden kann. Ich würde sagen, es ist eine 6 von 10. Das zweite geht mit. Ich finde nicht. Also ich weiß nicht, wir haben vielleicht auch kein einfaches zweites Kind. Unsere Kinder sind irgendwie auf derselben Ebene kompliziert. Beide Kinder haben ihre Bedürfnisse, beide Kinder haben ihre Ansprüche, beide Kinder sind auf ihre Art fordernd, auf eine positive Art definitiv. Und also ich muss sagen, mit dem zweiten Kind wurde alles um 100% anstrengender, weil eben einfach ein weiterer Mensch da ist und das glaube ich. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie mit mehr Kindern dann nochmal entspannter wird, weil die auch so anfangen, gegenseitig aufeinander aufzupassen. Ich glaube, es hängt auch total vom Altersunterschied ab, vom Altersabstand. Aber was auch geil ist, bei zwei Kindern, die halt einen geringen Altersabstand haben, unsere Kinder spielen halt mega viel miteinander mittlerweile. Aber die streiten sich halt auch viel. Es ist halt so wie bei allem Leben, es ist halt so, es hat halt Ups und Downs und es hat halt positive und negative Seiten und es ist halt, das ist ganz normal. Also ich würde sagen, das zweite läuft mit eher so eine 3 von 10. Also da muss man, glaube ich, ein einfaches zweites haben. Genieß dein Leben. Wenn das Kind da ist, ist es vorbei. Ich weiß, das will niemand hören, der schwanger ist. Mutterschaft wird so heftig romantisiert. Und ich glaube, die wenigsten Mütter setzen sich halt wirklich, oder die wenigsten Schwangeren oder Nichtmütter setzen sich halt wirklich intensiv damit auseinander, was es bedeutet, Mutter zu werden. Weil sie halt einfach diese idealisierte Vorstellung haben. Ich verstehe es, weil ich glaube, man braucht die auch so ein bisschen, um überhaupt den Mut zu finden. Und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Also ich glaube, also oder ich weiß, dass die meisten Mütter, die Kinder haben, das nicht bereuen. Es gibt natürlich auch Mütter, die es bereuen. Die meisten tun es eben nicht, obwohl es anstrengend und herausfordernd ist, weil man ja mit diesen Herausforderungen auch wächst, weil man daran wächst. Und mein Leben ist komplett anders wie vor den Kindern. Und vor den Kindern hätte mir das jemand gesagt, du wirst komplett anders sein, du wirst gerne Mutter sein, du wirst in der Mutterschaft aufgehen und so weiter. Wäre ich wütend geworden? Weil ich hätte gesagt, so nee, mir wird das nicht passieren, ich werde mich nicht verändern, ich werde so bleiben wie jetzt, aber ich will gar nicht mehr so sein wie vor den Kindern. Es ist ein einschneidendes und ein traumatisches Erlebnis, Mutter zu werden. Es verändert den Körper, es verändert die Gehirnstruktur. Dein Leben ist vorbei, so wie es war. Und es ist aber nichts Schlechtes. Also ich würde sagen, du musst es nicht genießen, so wie es jetzt war. So, also das hat ja so ein Ding von, danach wird es schlechter. Das wird nicht schlechter, es wird halt komplett anders. Und dein Leben von davor ist sehr wahrscheinlich vorbei, zumindest für eine große Weile. Und selbst wenn du es aufrecht erhältst, in der Regel bist du halt ein anderer Mensch, weil du andere Prioritäten hast. Also würde ich zumindest jetzt so sagen, so ging es auf jeden Fall mir. Deshalb für mich ist der Spruch eine 9 von 10. Okay, kommen wir zum letzten. Entspannte Eltern, entspanntes Kind. Ich weiß, den hassen auch super viele und ich habe den auch so gehasst, weil ich hatte ein Schreibaby und ich war natürlich nicht entspannt. Wie soll man entspannt sein, wenn man Schreibabys hat? So, die schreien die ganze Zeit. Niemand ist entspannt. Aber jetzt, wo die Kinder älter sind, würde ich sagen, ist da auf jeden Fall mehr wahr dran. Im Grunde genommen ist ja schon so. Also man kann ja als Eltern das Verhalten von seinem Kind nicht beeinflussen. Aber man kann ja beeinflussen, wie man selbst auf irgendwas reagiert. Und wenn mein Kind in der Straßenbahn zum Beispiel schreit und ich sehe, dass alle um mich herum die Augen rollen und irgendwie das nervt, dann kann ich mich entweder davon getriggert fühlen und halt mega nervös werden und unruhig und wütend und keine Ahnung was. Das spürt mein Kind halt, das macht die Situation nicht besser. Oder es ist mir einfach egal, was schwierig ist so. Also so viel Persönlichkeit muss man erstmal haben, dass einem das egal ist. Mir ist es nicht egal. Und ich bleibe entspannt und bin so, naja, Kinder schreien halt. Es ist okay, das heißt jetzt nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin. Dann merkt das Kind natürlich auch, dass ich entspannt bin. Es verschärft die Situation zumindest nicht. Es ändert aber auch nichts an der Situation. Bei Kleinkindern ist es schon ein bisschen anders. Menschen haben in ihrem Gehirn Spiegelneuronen. Das heißt, sie nehmen die Emotionen vom Gegenüber wahr. Und Kleinkinder, die Emotionsausbrüche haben, also so Wutanfälle, können sich von den kognitiven Fähigkeiten, von der Gehirnentwicklung, können die sich noch nicht selbst regulieren. Die brauchen den Input von außen, dass alles gut ist, um quasi ihr Nervensystem wieder zu entspannen. Wenn Eltern gestresst auf einen Wutanfall ihres Kindes
reagieren, nimmt das Kind das wahr. Und das fällt einem Kind wahnsinnig schwer, sich zu beruhigen, also das Nervensystem runterzufahren, während die eigenen Eltern die ganze Zeit Gefahr ballern, weil sie gestresst sind. In dem Fall ist es schon auch ein bisschen wahr, weil es hilft, wenn die Eltern ihr eigenes Nervensystem regulieren und Ruhe ausstrahlen, damit das Kind eben auch runterkommt. Ihr könnt es so als Energielevel sehen. Also wenn euer Kind zum Beispiel ein hohes Energielevel hat, also einen Wutanfall hat, dann könnt ihr darauf entweder mit einem niedrigen Energielevel reagieren, um sein Energielevel runterzubringen, oder auch mit einem hohen Energielevel, aber der sollte dann einen anderen Input haben. Das heißt, das funktioniert nicht immer. Aber wenn euer Kind einen Wutanfall hat oder es kurz davor steht, so die Stimmung zu kippen und ihr merkt, oh, hohes Energielevel, aber ihr seid selber so aufgeregt, dass ihr es nicht schafft, ein niedriges Energielevel zu halten, dann könnt ihr auch sowas machen wie irgendwie Fangen spielen, anfangen, das Kind umherwirbeln und Flieger spielen oder irgendwie so. Das geht nicht immer, das geht nicht, wenn ein Kind schon schreiend am Boden liegt, aber wenn ihr merkt, das Energielevel ist oben und die Stimmung kippt gerade. Zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt, so euer Kind möchte irgendwie eine Schokolade haben, ihr wollt die nicht kaufen, aus welchem Grund auch immer, anstatt dem Kind zu sagen, nein, machen wir jetzt nicht so, zu sagen, ich bin das Schokomonster und ich klaue dir jetzt die Schokolade und irgendwie dem Kind hinterher, ich weiß nicht, das ist ein blödes Beispiel, aber ihr wisst schon ungefähr, was ich meine, hoffe ich. Also es ist schon sinnvoll als Eltern, soweit man kann, entspannt zu bleiben, weil das Kind davon definitiv auch profitieren kann, aber nur weil ich entspannt bin, heißt das nicht, dass mein Kind entspannt ist. Deshalb würde ich sagen, es ist eher so eine 4 von 10. Das war der letzte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was ihr von den ganzen Sprüchen haltet. Vielleicht haut ihr mir noch ein paar in die Kommentare und wir machen ein paar 2, wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.